So, da gab es noch eine andere Frage, warte mal. Ja. Gibt es einen Beruf, den ihr niemals machen würdet? Hallo, ihr friedliebenden Menschen, zu einer neuen Folge Minecraft Drifter mit dem Guru bei und dem Nefias. Hallo. Wer ist der Friedliebende? Was jetzt aggressiv, hä? Ich bin nicht aggressiv. Bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe selbst, Mann. Halt die Fresse, Penner. So. Vita und er. Ja, hab ich, ne? Vita? Vita. Was, Vita? Wo ist Vita? Roswitha. Roswitha. So heißt er nämlich eigentlich. Okay. Jedem das seine. Ist okay. Ja, also, wie er will. Ja. Wenn man das möchte, dann soll man das tun. Man darf die Menschen deswegen nicht irgendwie anders bewerten. Anhand von Namen sowieso nicht. Also, es ist ja... Ne, kleiner Kevin? Ist ja der Grund, warum das Wort Alpha-Kevin nicht Jugendwort des Jahres wurde, oder? Ja. Ja. Alpha-Kevin. Aber fand ich, dass Nefias eigentlich ein Alpha-Kevin ist? Was? Was? Ein Alpha-Dennis. Hat er nicht gesagt. Ein Alpha-Dennis. Ich hab meinen echten Namen benutzt, jetzt wird's ernst. Wie war das jetzt hier mit einer anderen Dimension? Warte. Ja, ich bin gerade am meinen Kunden. Ja, aber das muss ja bestimmt sowieso vorbereitet werden, oder ist das von jetzt auf gleich? Das muss nicht vorbereitet werden. Dann gucken Nefi und ich uns das alleine. Tschüss! Nein! Seh dich nicht mehr. Wenn ich keinen Haste mehr habe, komme ich hoch. Ja, mach das. Warte. Ihr seid gemein, wenn ihr alleine geht. Ich kann fliegen. Guck mal, Kodran. Tschüss, Kodran. Und wir hätten keinen Mana mehr am Platz. Auch das ist leider. Aber wir haben ja möglich unsere Flügel. Wieso sind hier denn. Hier war jemand schon. Da hinten sind noch welche davon. Huch! Da hinten ist noch einer. Machen vor allem echt Schaden. Oh, der fährt ein Bruch. Ja, da. Wie lange ist die Nacht noch? Aua. 1.30 Uhr haben wir erst. Nein! Ach, fuck! Ach, ich hab meine Tür zerschlagen. Deckt. Nee, finde ich nicht gut. Ist uncool. So. So, da gab es noch eine andere Frage, warte mal. Ja. Gibt es einen Beruf, den ihr niemals machen würdet? Leichen obduzieren. Ja. Wäre, glaube ich, auch. Das wäre jetzt nicht so mein Ding, ja. Nicht super. Ja. Stell dir vor, du hast so ein totes Kind, du musst das auseinandernehmen. Nee, muss ich nie haben. Ich glaube, da gibt es Menschen, die sind dafür eher gemacht. Ja. Das ist jetzt nicht mal irgendwie negativ gemeint. Nee, ist, aber ist Respekt an die Leute, die das machen und so. Richtig. Aber ich würde daneben kotzen, glaube ich. Das könnte ich auch nicht. Was ist mit. Ja. Tiere schlachten? Das könnte ich auch nicht, glaube ich. Also alles, wo man irgendwas töten muss, glaube ich. Insekten und Ungeziefer vielleicht noch okay, weil da hast du das Tier nicht in der Hand und bringst es um. Aha. Aber wenn es mit den eigenen Händen passiert, vor allem bei, ich finde ja, man hat bei, das klingt jetzt richtig scheiße, aber bei, umso größer das Tier ist, umso mehr Probleme hätte man damit, es umzubringen, oder?
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich meine, ein Hamster und so würde mir auch schon leid tun, aber ich hätte noch mehr Probleme mit einer Kuh oder so. Ich glaube, das wäre bei mir fast andersrum. Echt? Du würdest lieber die Kuh umbringen als einen Hamster? Die sind doch voll niedlich. Nein, einen Hamster würde ich auch nicht umbringen wollen, aber der Überwindungsfaktor. Also das andere wäre schwieriger. Der Überwindungsfaktor wäre viel höher bei einem, umso größer das Tier ist, finde ich. Ich glaube nicht. Also bei mir, also was heißt ich glaube nicht, bei mir wäre es glaube ich genau. Ich kenne da nämlich eine Story. Meine Mutter hatte mal einen Wellensittich. Der hat sich im Käfiggitter verfangen und hat sich ein Bein ausgerissen. Also der hat sich das richtig gebrochen, kaputt gemacht. So, und der hat nur ein Bein und so. Und wir haben einen Bekannten, der züchtet Tauben. Also richtiger Vogelkenner und so. Ja, und ich weiß gar nicht warum. Der kam halt vorbei und hat gesagt, bevor das Tier jetzt weiter leidet, drehe ich ihn den Hals um. Dann hat er das Tier in ein Tuch gewickelt und ihm das Genick gebrochen. Hätte ich nie gekonnt. Ohne Scheiß. Ja, doch schon. Und danach sagte er, das Tier hätte zwar geleidet ein paar Wochen, aber es hätte noch gelernt, mit dem einen Bein drauf der Stange zu sitzen. Warum hat er ihn denn umgebracht? Voll assi, ja, damit das Tier nicht leidet. Aber man hätte das Tier halt teuer behandeln müssen und der Vogel war schon alt. Der hätte das zwar noch gelernt, aber richtig lange hätte der Vogel nicht mehr gelebt. Also es wäre von den Kosten viel zu krass gewesen, das Tier noch behandeln zu lassen. Und also es war halt ein Kostenfaktor, weil das Tier war schon alt. Und hätte wahrscheinlich eh nicht mehr lange gemacht, aber trotzdem, der Typ, der war da eiskalt. Er hat gesagt, okay, dann bringen wir das Tier jetzt um. Das leidet dann nur und quält sich. Und danach sagt er, es hätte aber eventuell noch gelernt, auf dem einen Bein zu sitzen. Und meine Mutter so, was? So eiskalt. Total gemein. Ja, aber es ist halt dieser Fakt, dass er das Tier einfach in den Tuch tut. Das Tier lebt noch, hat das Bein kaputt und tut es in den Tuch und dreht den Hals um. Ist so. Ich saß da mit offenem Mund so, hat er nicht gemacht. So, weißt du, so krass. Ja gut, auf der anderen Seite ist das auch gut, dass er das gemacht hat. Ja klar, aber die Überwindung, weißt du, halt dem Tier das Leben zu nehmen, ist schon krass. Das Tier hat zwar nicht mehr gelitten und so, klar, wenn das Tier wirklich, also wenn, ist ja halt, weiß ich nicht, wenn da jetzt ein Pferd liegt und sagt, das muss jetzt erschossen werden, weil das hat einen Gehirntumor, der frisst dich gerade durch einen halben Kopf und so und das muss jetzt erschossen werden, ja okay, ne? Ist nicht mehr zu ändern, dann muss man das halt tun. Aber ich selbst hätte da echt ein Problem mit so. Also ich müsste mich da echt hart drauf vorbereiten. Das ist so. Muss nee, ich glaube, ich hätte dann nicht das größte Problem. Muss jetzt nicht sein. Also vielleicht, wenn ich dann wirklich in die Situation kommen würde, das würde es mir vielleicht anders gehen. Aber so jetzt rein vom Gefühl her, vom Hier und Jetzt, wo kein Tier vor mir steht, dem ich das antun muss, würde ich sagen, dass ich da nicht das größte Problem mit hätte. Beim Selbstschutz sieht das natürlich anders aus, wenn da so ein Bär vor mir steht oder so, weißt du? Ach, gerade so einen kleinen süßen Teddybär. Ein kleiner süßer Teddybär. Das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Das wobei ich die Situation... kann ich aber auch nicht nachvollziehen. Wobei die Situation, dass gerade du dann eine Schusswaffe dabei hast, wenn dir so ein Grizzly vor dir gegenübersteht, ist sehr unwahrscheinlich. Dass, ja, dass du da so eine Pumpgun dabei hast. Kleine süße eine Pumpgun, oder? Okay. Leute, denkt dran, ne? Wenn ihr einen Wellensittich seht, okay, den bringt Nephias nicht um, aber so einen kleinen süßen Qualabären, den haben wir einfach tot. Einen kleinen süßen Bären, der dich gerade zerfetzen will, Alter. So ein Koala-Bär, wer kennt die? Nee, die würde ich knuddeln. Ja, Nephias packt den so ein Tuch und dann bricht er mir den Nick. Aber gut, so kannten wir Nephias schon. Die immer. Verdreht immer die Tatsache, das ist nicht nett. Oder so ein Panda-Bär. Die würde ich auch knuffen. Gut. Ja, ja. Sagen wir, du bist ein Knuff. Gleich nachdem du ihn getötet hast. Halt ausgestopft. Und ausgestopft, genau. Dann willst du ihn vielleicht knuddeln. Du bist so grausam, Efi. Ja, bin ich aber auch. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ihr hört und seht also, das brauche ich gar nicht hier. Ach, scheiße. Ich bin als Ablenkung dafür, wir gehen in eine andere Dimension nochmal reingucken. Was willst du eigentlich schon in einer Dimension? Du hast damit angefangen. Ich hab damit gar nicht angefangen. Außerdem wollen wir mal was sehen, was Neues. Ja, ich komme ja. Aufregendes. Und was zum Naschen. Ich muss gleich erstmal meine Dings leer machen hier. Boah, hier ist irgendwo ein Reaper, der geht mir so auf den Sack. Creeper? Reaper? Das ist doch der aus Overwatch. Ja, Reaper. Ne? Genau, der steht gerade vor meinem Fenster. Psst!
Stirb, stirb, stirb. Ich glaube, wenn der vor mir steht, dann will mir echt in die Hose scheißen. Oder würdest du ihn in ein Tuch einwickeln? Genau das würde ich tun. In ein Tuch einwickeln und ihm das Genick brechen. Aber immerhin wickelst du ihn vorher in ein Tuch. Ja, er muss das ja nicht sehen. Aber er ist ja schon tot, den juckt das ja nicht. Ist er tot? Ja, soll Reaper laut Story nicht mein ehemaliges Overwatch-Mitglied gewesen sein? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Der dann gestorben ist und jetzt die Schnauze voll hat von den Assis und jetzt sie alle töten will. Vielleicht. Ich will die Cinematics ja endlich mal sehen, ey. Hm. Wann kommen die denn, wenn das Spiel rauskommt? Ne? Wahrscheinlich. So als Szene für jeden Charakter im Spiel. Das wäre eigentlich ganz cool. So in-game. Ich mag nichts, was in-game ist. Echt nicht? Oh, mein Level. Mein nee, da muss ich mir das Spiel ja kaufen. Machst du doch so oder so? Nein. Lügner. Ich finde das Spiel nicht so gut, dass wir das kaufen werden. Ist hier ein Kopf oder ist hier ein Creeper? Nee, das war mein Altar. Ja, sind wir fertig dann, Konrad? Bist du fertig? Ja. Aber Konrad ist fertig. Ja, wer hatte denn die andere Rune von der anderen Welt? Ich hab hier noch welche. Welche hast du denn? Deep Lens hatten wir ja schon. Deep Lens hatten wir schon? Ja. Und wirklich hab ich auch irgendwie eine. Lass mich mal gucken. Wie genau sehen die aus? Das wird mir nur in die Kommentare geschrieben. Deep Lens, was mit Press Tessia? Da können wir rein. Oh. Nehme ich einmal Processia mit. Fuck, was fehlt dir jetzt noch? Fuck, 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 fuck. Okay, und wie machen wir das jetzt? Ja, warte, ich muss hier gerade. Ich habe hier gerade einen Notstand, warte. Ich habe hier gerade Notstand! Muss das da so? Cognitio, Scheiße! Du hast Not, dass das da so rumoxidiert? Geh mal lieber einen Schritt davon weg. Ja, wäre ganz gut. Wer weiß, wie groß die Explosion ist? Ja. Explosion? Kommt rein, guckt in die Richtung. Ach, ich hab's gerettet. Da fliegt was, ich will's fangen. Nee, das ist Gehirn, was da fliegt, Goro. Nom, nom. Fliegst du dich dran? Da häng ich drin. Nicht. Kuribu! Wir können auch die Folge hier jetzt schon beenden und dann machen wir nächste Folge, wenn wir da hingehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Klar. Dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schaut auch bei den anderen vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.